Na ja, wird es YouTuber. Das Format, wo ich teste, wer der beste Minecrafter ist. Und heute habe ich mir den Twitch-Ober Tian geschnappt und wir gucken, wer diesmal gewinnt. Dazu treten wir in fünf Kategorien gegeneinander an, nämlich in Skywars, Bedwars, Jump League, PvP und in einer, die er sich aussucht. Und falls euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Like da und abonniert auch, denn vielleicht knacken wir dieses Jahr noch die 40k. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich habe sowas von überhaupt keine Lust auf Bedwars, weil ich es einfach nicht mehr kann. Abusen kannst du, glaube ich, nicht. Nee, du hast ja eine Death Adder vor 2, oder? Nee, ich habe jetzt eine Rocket Cone Aimo. Nee, warum hast du die Aimo gekauft? Bitte nicht. Die war 30 Euro, das war günstiger. Ja, aber das ist die Maus. Also, hast du meine Maus-Reviews gesehen? Ja. Dann hättest du diese Maus nicht gekauft. Und wie findest du die Maus? Die Maus hat ein sehr schönes Feeling. Sie gleitet schön über meinen wunderschönen Tisch und. Es ist ein sehr weiches und angenehmes Gefühl in meinen Händen und ich freue mich täglich, sie benutzen zu können. Ich gebe ihr eine 8 von 10, aber die CPS bockt mich überhaupt nicht. Es gibt sehr wenig Leute, die feiern die Aimo Hardcore ab, aber so, ich bin einer von den vielen, die sie gar nicht mögen, so. Ja? Gar nicht, ich fühle sie null. Also, ich habe meine Aimo, ich habe mir ja letztens wieder eine gekauft, habe die auch direkt wieder zurückgeschickt, weil ich nicht eingesehen habe, dass ich die für 60 Euro rumliegen lasse. Zum Beispiel Bloody-Mäuse behalte ich dann einfach, die schicke ich nicht mehr zurück. Boah, nee, also Bloody geht bei mir überhaupt nicht, die sind viel zu groß, die Hast du sie haben den getestet? komischen. Ja, ich habe die Bloody A70 gehabt. Das ist ja geil für Bedwars, für PvP oder so, kannst du voll abhacken. Geiler Suicide, ey. Geiler Suicide. Ich stehe da so, ich baue so hoch, denke mir, ja, okay, der Typ suicidet sich jetzt bestimmt nicht, kann ich weiterbauen. Taktisch auf jeden Fall richtig sinnvoll. Junge, ich habe damals, ey, wirklich, für alle, die jetzt beinahe zuschauen, die mich vielleicht noch von früher kennen, ihr könnt es bestätigen. Ich habe damals wirklich sehr, sehr viel Bedwars gespielt, ja. Ich war nicht so scheiße damals. So, das hielt sich wirklich in Grenzen so. Jeder, der jetzt heute so an mich und Bedwars denkt, denkt so, ja, der ist Trash. Oder generell. Aber ihr kennt meine finale Form noch gar nicht. Die Frage ist nur, ob ich diese finale Form. Ob du das jetzt wieder so in Erinnerung rufen kannst. Ja. Das ist doch wie bei Fahrradfahren eigentlich, das verlernt man auch nicht. Ja, was ist das denn für eine Taktik, Digga? Das ja, wenn du dich über mich stackst, was soll ich denn da machen? So soll ich da einfach stehen bleiben, mich runternocken lassen? Hättest du gerne. Ja, also wenn ich gegen dich gewinne, wundere ich mich wirklich. Dann ist es auch vielleicht ist es ein bisschen Glück dann. Problem ist halt bei dir, du hast die CPS, ne? Die habe ich nicht. Aber da muss ich so spielen, muss mich einbauen und so. Ja, Bedwars ist mit CPS halt deutlich einfacher. Also, ja. Du gehst auch ohne, aber also mit CPS ist es so viel entspannter, kannst so viel entspannter spielen. Ja, wie viele CPS hast du denn so durchschnittlich? Genug. Diese Antwort. Kommt auf die Maus drauf an, so. Also wenn ich abuse, so 30, 40 oder so in die Richtung. Es geht mehr, also wenn ich richtig auf Abuse gehe, kriege ich auch wahrscheinlich so 50, 60 in der Wahl. Das ist dann deutlich unentspannter und es bringt dann wenig Vorteile und dann geht man lieber so entspannter in die Runde rein. Ich sag mal ehrlich, wie es ist. Also ich habe schon seit Jahren immer 10 F12 CPS und das reicht mir. Ja, deswegen. Aber ob das jetzt hilft im Abuse-Battle, das ist die andere Sache. Ja, das ist schwierig, schwierig. Ja, aber ich sag mal so, ja, nee, also das. Ganz ehrlich, du invitest mich hier zur Aufnahme und ich werde wieder tot gefrontet. Das Ding ist, ich sage jetzt immer, ich front die Leute immer richtig weg, damit sie kein Ego mehr haben. Und also damit die sich selbst schlecht fühlen und dann schlecht spielen. Aber bei dir muss ich das ja nicht machen, du spielst immer schlecht. Also eigentlich kann ich auch nett sein, das klappt auch so. Ich höre schon, wie du abuse beim Looten und dann kriege ich schon wieder wirklich die Ausraster. Ja, hey, das geht, ist doch, wir abuse nicht beim Looten. Da kennst du die Streamer, die nicht abusen beim Looten, aber alle Kisten so in 2 Sekunden oder in einer Sekunde leer machen und denkst, ja, Autoklicker, ja. Yeah. Nee, ich kenne einfach nur die Leute, die wie ich einfach nur normal, looten und sich dann denken, ja, was mit meinem Leben? Was habe ich falsch gemacht? Alter, du bist voll dir! Ich habe aber nicht so geilen Stuff bekommen. Ich habe kaum Secondaries und so. Ey, was war das für eine Enderperle? Ja, ich brauche Alter! Was denkst du denn? By the way, ich bin gleich bei dir. Na, Mäuschen, mach mal Piep. Alles gut. Piep. Ja, Rotzblem. Oh ja, schmeckt. Oh, Junge. Ich spiele so geisteskrank. Oh mein Gott, warte mal. Du hast voll dir. Ich habe so Angst vor dir. Kannst du mal bitte weggehen? Soll ich dir was droppen? Nein, hör auf. Mach ich auch nicht. Besser ist. Digga, du weißt. Oh mein Gott, ey, deine Rot. Ich krieg da richtig einen Anfall, by the way, bei sowas. Muss wissen. Dass du ein Rot-Spammer bist. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Digga! Warte, ich habe kein Wasser, ne? Warum sage ich dir das eigentlich? Warum sage ich dir, dass ich kein Wasser habe? Nein. Du weißt gerade innerlich, ich raste eigentlich nie aus, aber gerade ist es richtig, also richtig schlimm. Ihr müsst auch wissen, ich habe vor der Aufnahme schön erstmal eine Pflanze in meinem Zimmer umgeschmissen und die verteilt. Und da ist die Aggression davon sind noch da. Weißt du, was das Ding ist?
Ja, dann Rod doch. Dann Rod doch, wenn ich das im Ding Web ist, bin. Ich muss es mit Rod kompensieren. Ich kann nicht normal so. Du kannst spielen. Nicht gut fighten. Wir wissen. Das ist jetzt wieder mal eine schöne Beleidigung gewesen. Na ja, das geht aber nicht so weiter. Ich werde nie wieder eine Aufnahme. Was hast du denn jetzt wieder kombiniert? Sachen. Oh nein. Oh ja, nein. Wenn du nicht kommst, so? Keine Ahnung. Was soll ich denn da machen? Komm, kriegst du sowieso eine P-Web. Was war denn das für ein Ding? Wait. Oh. Oh mein Gott. Oh mein. Nein, ich. Das war jetzt. Das war gut gemacht, muss ich ehrlich sagen. War gut gemacht von dir. Okay. Nein, warte mal. Alter, easy. Ja, okay. Aber vielleicht an die Zuschauer, ihr wisst gar nicht. Die meisten denken jetzt wahrscheinlich, ich bin älter als Naye. Aber du bist alt. Tatsächlich. Du bist der Opa auf Twitch eigentlich und auf YouTube. Tatsächlich bin ich 19 Jahre alt. Perfekt. Jung, Frischfleisch. Deswegen vernasche ich mich auch so. Mal? Ich bin in actually, also Tag der Aufnahme bin ich in, warte, 5 Tagen 21? In 5 Tagen? Ich weiß es, nächste Woche Mittwoch, also 3. Alter. November. Ich weiß nicht, wann das Video hochkommt, by the way, also hochgeladen wird. Okay, vielleicht kommt es ja an deinem Geburtstag. Ja, das bezweifle ich. Ich habe im Laufe meiner YouTube-Zeit schon einiges an Strikes gesammelt. Wie? Was hast du denn gemacht? Man kann keine Nacktbilder von dir auf YouTube posten, das weiß man doch. Ja, also ich glaube, ich habe bei Jump League tatsächlich eine Chance gegen dich, so. Ja, ich habe bisher immer verloren, so im Jumpen-Duel. Echt? Immer. Ja, ich bin auch gerade nicht so gut am Jumpen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß noch, mein Streams werde ich wirklich sauer, wenn ich Jump League spiele. Ja, es und kommt halt irgendwann so. Der Moment, wo du keinen Bock mehr hast. Wo du sagst, irgendjemand soll finishen, aber das Ding soll einfach zu Ende sein. Hast du mal das Ziel ohne Death ohne einmal zu sterben geschafft? Nee, aber in Tri-Jump auf Revi sehr oft schon. Aber das waren auch andere Zeiten, du. Damals. Das war damals. Doch einfach. Damals in der DDR. Als die Mauer noch stand. Da ist sie jetzt, als Deutschland. Warte mal, kommst du eigentlich aus dem Osten? Ich hab's vergessen. Nee, also ich wohne im Dreschen, im wunderschönen Dreschen. Aber ich komme eigentlich aus, also ich bin viel gereist. Ich hab mal eine Zeit lang im Norden gewohnt, eine Zeit lang im schönen Süden, in Baden-Württemberg. Junge, du hast ja die Welt gesehen wie sonst keiner. Ja. Aber ich war noch nie aus Europa raus. So, also einmal als Baby mit, weiß nicht, 3 oder 4 war ich mal von der Ventura. Aber das ist ja halb Europa, halb nicht. Aber sonst, also ich war noch nie, Malta gehört ja noch zu Europa, oder? Malta war, glaube ich, das weiteste, was ich weg war. Okay, krass, weil, also ich war schon in Amerika, das war so nice. Ich stell mir das so cool vor, da will ich auch auf jeden Fall mal hin. Wie viel, so zu null, nee. Also, doch, Ryan Cole. Oh, easy, ey, jedes Mal komme ich ins Ziel. Oh, ich bin gerade so glücklich, das erste Mal, dass ich ins Ziel gekommen bin. Na, komm her, ach, du hast ja Dia-Schuhe und du hast ein schadloses Schwert. Ja, natürlich. Ja, also, das ist also, weißt du, was noch schöner ist? Schau mal auf meinen wunderschönen Bauch. Junge. Ach, spielen wir das Bogenspiel jetzt? Junge, nein, also nee. Okay, dann du wirst mich so ziehen. Also ich habe da gar keine Chance, glaube ich. Obwohl, es sei denn. L. Okay. Dir wird der YouTuber-Rang aufgehoben, umgehend entzogen, mein Freund. Nee, will. Frag's kurz bei Klaus so. Klaus dann auf 44 wird dir schönen Strich durch die Rechnung ziehen, sag ich dir. So einen Antrag einreichen. Modern Problems require modern solutions, oder auch nicht. Danke fürs Web, by the way. Das Ding ist, im normalen Fight, im Close Fight, kann ich gar nicht gewinnen. Ja, deswegen fand ich es auch irgendwie schön, also nett von dir, dass du das Web setzt, dass wir so in einem Close Fight sind. Ja, gerne öfters. Das ist jetzt sehr problematisch, Mann. Okay, ist der Fall gerade einfach an mir abgeprallt? Ich weiß es nicht. Was? Ich hab mir vorgenommen, wenigstens irgendwie einen Punkt zu holen oder so gegen dich. Aber, oh Gott. Ich habe auch keine Rod, aber kann man eine Rod überhaupt im Jump League haben? Ich hab's vergessen. Nee, zum Glück nicht. Ja, ohne Rod geht halt bei dir nichts. Das stimmt, tatsächlich, ja. Oh mein Gott, habe ich tatsächlich mal eine Chance gegen dich? Oder auch nicht? Oh nein. Digga, diese Pfeile, die treffen aber auch nicht. Warum hast du denn auch diesen hässlichen Bogen equipped? Der Bogen ist geil. Nein! Easy, ey! Ein halbes Herz! Jetzt habe ich nochmal eine Chance, let's go! Mal sehen. Oh, das war bad von uns beiden, kann das sein? Ach nee, jetzt habe ich auch noch...
Ja, da versucht er die Chance zu nutzen. Ich bin jetzt mittlerweile sogar relativ gut in dem, wie ich einschätzen kann, wann man so in den Fight reingehen muss und wann es sinnlos ist, weil der ja dann einen Rod-Crit oder so reindonnert. Ich hab's echt lange nicht mehr gespielt. Ja, das ist halt so dieses UAC-Mindset, das fehlt mir halt auch so ein bisschen. Ja, du gehst dann zu offensiv rein, du denkst ja geil, ich hab den besseren Hits gegeben, Abfahrt, aber im Endeffekt bringt dir das gar nichts. Gott, ja, das stimmt. Da hast du absolut recht, lieber Matthäus. Ja, danke, danke. Weiß man eigentlich, wie du in echt heißt? Auf YouTube, ja, man weiß, jeder weiß, wie ich nicht. Ich muss bald auch meinen ganzen Namen als Nachnamen liegen. By the way, wenn man wüsste, wie, kommt man da sogar ran momentan. Aber niemand weiß, wie. Wo man googeln muss. Aber irgendwann kann man den halt nicht mehr geheim halten. Ja, das ist halt auch die Sache, auch so mit Impressum, wenn es nicht mal Management läuft, auch dann schon. Also mit Impressum ist übel witzlos, finde ich. Für die Zuschauer, du musst quasi, wenn du ein Content machst, ein Impressum haben, auch wenn du theoretisch ganz klein bist. Ja. Sonst kannst du halt hardcore verklagt werden. Das ist halt richtig behindert, theoretisch, wenn du ein YouTube-Video machst, du musst halt deine Adresse leaken. Und da kann halt richtige Scheiße hingeschickt werden. Das stimmt. Das machen ja auch viele. Bei größeren Creators hört man es ja immer wieder, dass das passiert. Ja, bei mir, also mein Name wurde auch schon richtige Scheiße geschickt. Oh, da struggle. Da struggle. Da struggelt der liebe Herr. Oh nein, ich habe so schlecht gespielt. Ich hätte dich holen können. Nein! Oh Mann, Alter. Ey, ich habe aber richtig kassiert gerade, richtig hart. Oh, das war gut. Ah, ich habe mein Grip nicht durchgegessen, geil. Das kenne ich, das ist mir vorhin auch passiert. Da habe ich gesagt, weißt du noch, als ich eben im Fight gesagt habe, ja, wenn du wüsstest, was gerade passiert ist, das ist passiert. Oh. Jetzt bist du in der Defensive wie ich vorhin. Ja, ich muss nur die Rod treffen. Eieiei. Dann ist alles safe. Ja, das hast du. Oh. Ah. Wenn ich sie halt treffe, aber. Dann treffe ich sie halt nicht. Dann treffe ich halt mit der Rod nicht. Dann treffe ich sie halt nicht. Okay. So, ja, okay, dann spielen wir jetzt eine Runde mit dem SG-Kit, weil er kein HG kann und dann ist es witzlos. Ich werde richtig auslassen, glaube ich, bei dem, wie du hier Rod spammst. Jetzt verkacke. Ja, du kannst mich aber auch schnell töten und dann kann es passieren, dass du halt übel. Nee, ich kann dich ja nicht schnell töten, weil du Rod spammst und dann die ganze Zeit wieder wegrennst. Ach so. Ja, also wenn ich das verliere, dann ist wirklich peinlich. Ich call es jetzt, ich habe jetzt ein großes Maul und sage, dass ich das easy gewinne. Weil ich es einfach so gesuchtet habe früher. Wenn ich das verlieren sollte, ist es echt sehr, sehr peinlich, muss ich sagen. Weil das ist so, wie als würdest du einen Fußballspieler fragen, ob er Basketball und Co. kann und dann so sagst du, yo, jetzt machen wir mal einen Fußball-1v1, weißt du, was ich meine? So, das ist halt wirklich genau das, was ich halt jahrelang immer gemacht habe. Also wenn ich da verkacke, dann hasse ich mein Leben. Ich finde das aber so witzlos mit der Rod. Ich finde es so witzlos. Ja, es ist halt, du musst es halt, das ist halt ein Skill-Ding, finde ich. Ja, das ist halt die Sache, ist halt so wie Reducen, was ein paar Leute feiern und was ich halt gar nicht abfeier. Gar nicht. Ja. Hier verliert die Rod Damage, deswegen kann er nicht so hart Rod spammen. Ich werde jetzt, by the way, bei Bicep war das so, der hat so hart gerod spammt. Denn der Rod geht der halt dann irgendwann nach 2 Minuten oder 3 Minuten dann kaputt. Und Sepp ist gut geworden, sage ich dir. Und dann ist das ganz entspannter. Sepp ist echt gut geworden, weil er ja in seinen Streams jetzt HG spielt. Und es ist halt, also der ist echt gut geworden, no joke. Ich weiß. Wie? Hast du den einmal gerade gesteelt? Ja. Schade. Was? Okay. Das ist meine Taktik, by the way, teilweise. Die ist sehr asozial. Ach, das ist jetzt ein großes Problem für mich. Ein sehr, sehr großes Problem tatsächlich. Das tut mir auch ein bisschen leid. Nee, aber also spammst du ab mit der Rod, also tut's mir nicht wirklich leid. Wie macht es Spaß, jetzt quasi unendlich zu brennen? Es macht ziemlich Spaß, vor allem wenn ich. Ey, hör doch auf, bitte! Ich kann doch nichts machen, Mann. Ja, jetzt. Ach nee, wirklich. Ich spiele jetzt auch voll darauf. Ich muss mich konzentrieren darauf, dass ich nicht da reinfalle. Es ist schön, nicht zu brennen, by the way. Ach Mann, komm jetzt, töt mich! Easy, einfach zu einfach, zu einfach! So, abschließend sind wir noch in der Runde QSG, weil er sich das gewünscht hat, weil er hier SG-Atze war. Es ist und bleibt spannend. Meine erste Kiste hat genau ein Steak beinhaltet. Meine zweite Kiste war da schon ein bisschen besser. Aber meine Kisten waren bis jetzt aber auch nicht so. So, jetzt habe ich eigentlich den besten Stuff, den es gibt. Oder? Ernsthaft? Ja, Eisenschwert könnte ich noch haben, aber sonst. Also, ich bin ganz oben mit dabei, ja. Also mein Stuff ist auch nicht so schlecht, dafür, dass ich eben gesagt habe, was.
Da wollte er sneaken, ich hab's genau. Oha, Alter! Ja, na. Komm her, mein Freund. Das war wichtig, dass ich da in die Kiste nochmal bin, glaub mir. Das war ganz wichtig. Ist da Gap drin gewesen, oder was? Da war ein schöner, leckerer etwas drin, ich sag's nicht. Ja, safe ein Gap. So, ein leckerer etwas. Was soll das sein, ein Gap? Ein leckerer Bogen war da drin. Bogen? Wollen wir Bowspam? Ja. Oh, Alter, mein Bow-Aim ist so schlecht. Früher, als ich noch CWs gespielt habe, konnte ich relativ gut Bow-Aim, so war ich auch so Spammer teilweise. Aber dann jetzt in Bedwurst spielst du halt nie mit dem Bogen. Seitdem kann ich das gar nicht mehr. Okay. Oh, es ist, Alter, wollen wir die Zeit einfach auslaufen lassen? Komm, warte, ich zeig dir. Ich mach jetzt einfach den Ski-Arzt und so, ja. Und macht's Spaß? Ja, Macht das Spiel Spaß so? Ich weiß nicht. Werden wir herausfinden, ob du das schaffst. Soll ich jetzt einfach 4 Minuten lang wegrennen? Versuch. Ist das ein Challenge, ob ich es schaffe? Versuch's. Das ist keine Challenge, weil das nervt mich. Da werde ich wieder sauer. Ja, übel, sauer, deswegen habe ich aufgehört. Genau wegen solchen Leuten habe ich da aufgehört. Du kommst halt irgendwann nicht mehr ran, wenn der das gut macht. Ja, wenn der das gut macht, da kannst du machen, was du möchtest. Da kannst du einfach nicht mehr ran. Das ist dann einfach... Super witzig, aber zum Glück, ich glaube, jetzt entscheiden die Kills der Damage. Oh ja, oh ja. Oh, das hat wehgetan, das hat richtig wehgetan. Der hat auch nicht so... Oh, das hat auch wehgetan, aber... Zwei Gaps? Der hat safe nicht wehgetan, du lügst. Ja. Mein lieber Freund. Ach ja. Wie du selber reinhörst. Jetzt ist er aber auch ein. Jetzt warst du auch in der Damage-Dingens. Ja, aber so hat er gewehrt. Ich bin so am Fällen gerade. Ja, Nathan hat das nicht. Ah, das machst du gut. Ich mach wie in Overwatch, dreh ich mich nach unten, damit meine Head-Hitbox nicht oben ist, Junge. Ich denk auch, wir spielen irgendwie ein anderes Game. Ich hab so nach unten geschaut, ich weiß nicht, ob man seine Aufnahme gesehen hat. Schön. Soll ich jetzt den Bowspammer machen? Ich weiß gar nicht, wie viele Pfeile du hast. Aber so viel Leben, wie ich habe, funktioniert das sowieso nicht. Oh. Gut gedacht. Oh nein, ich verkack's auch noch. Okay. Hey, also ich hätte echt besser spielen können mit meinem Stuff, muss ich ehrlich gestehen. Dein Bogen irritiert mich so insane hart, ne? Der ist mega geil, oder? Der ist so hässlich. Er ist übel nice. Okay, ich habe gedacht, dass du mich nicht roden wirst, aber jetzt muss ich ja tatsächlich sweaten. Es wird wirklich viel zu spannend. Weißt du eigentlich, wo ich jetzt gerade bin? Siehst du mich? Ja, du bist höchstwahrscheinlich dann in der Mitte, ne? Nee. Doch, bist du. Na? Okay. Also ich bin jetzt full life. Wollen wir fighten? Bist du bitter am Ende? Bist du full life? Ey, Mann, willst du jetzt weiter raggen oder was? Oh mein Alter, wie habe ich den Double Hit bekommen? Was? Das na, ihr Hack? Fragezeichen? Das ist eine gute Frage, mein Freund. Wie hast du den Double Hit bekommen? Das hat mich gerade echt überrascht. Ich weiß auch, damals hat man immer gesagt, Leute cheaten, wenn sie Double Hits geben. Die guten Cheater haben ja auch Range an, dass die erst nach dem ersten Hit aktiviert wird. Und Double Hits kannst du halt nicht basten. Also bis auf vom Anti-Cheat. Wenn das Anti-Cheat das gut detected, dann... Also ich lasse auf jeden Fall nicht auslaufen, definitiv nicht. Okay. Hast du dir noch einen Gap reingenommen? Das war Brot, glaube ich. Ja. Das war ein Gap gerade. Okay, nee, ich spiel zu schlecht. Das gewinnst du. Schade! Ich habe gar keinen Bock auf dieses Spielchen. Oh Gott, bin ich eklig. Ich ekel mich gerade von mir selber, weißt du das? Okay. Das mit dem Bogen ist halt richtig ekelhaft. Ja? Ich bin auch richtig schlecht im Ausweichen von Pfeilen. Wenn ich da mal so ein Zuse sehen. Oh mein, schon wieder. Ich habe glaube ich schon 3-mal Damage bekommen vom Volldamage. Oh nein. Oh nein. Komm her, komm. Echte Männer tragen das hier unten aus. Ja. Oder auch nicht. Oh Gott. Oh Gott! Also ich glaube, ich habe mehr Damage gemacht. So. Also ich bin halt die ganze Zeit echt richtig gut beim Leben, so alles läuft relativ gut. Oh. GG, ey! 6 Herzen? Wow, okay. Es war also echt, ich glaube, der Double Hit hatte ich richtig, ab dem Moment ging es bergab. Ja.